Meine Damen und Herren, es ist 14 Uhr, es ist wieder soweit. Die ganze Nation sitzt vor dem Fernseher. Alle lauern auf die Sendung. Drei aus einem Ei mit Wolfgang Lippert. Dankeschön, nein. Ich möchte jetzt, meine Damen und Herren, mit einem ebenfalls Riesenapplaus meine drei Stars begrüßen in dieser Sendung. Unsere Drillinge. Guten Tag, Lars, Marc und Jens. So, Moment, bin gleich da. Genau. Haben wir ja gerade noch so hingebogen. Ihr seid so nett und macht jetzt bei unserem Spiel mit. Die Kinder sollen jetzt Buchstaben finden. Unter diesen Hütchen sind Buchstaben versteckt. 12 Stück, die dann ihre Namen letztendlich ergeben. Sie müssen also ihre Namen finden, aber nicht ihren eigenen Namen. Das ist ganz wichtig. Mischt euch noch ein bisschen so. Jean-Claude, mischt euch. So, und ihr, das wäre schön, wenn ihr ein bisschen Unordnung macht hier, so immer dazwischen fahrt, dass die Jungs sich da hinter euch, vor euch und so weiter verstecken können. Ihr fahrt also da durch. Und ihr sucht jetzt bitte einen Namen eures Bruders. Irgendeinen, sucht euch den aus. Unter diesen Hütchen sind die versteckt, diese Buchstaben. Wer zuerst den Namen komplett hat, damit ist das Spiel dann beendet. Drei aus einem Ei, los geht's. Damit ist das Spiel beendet. Schon überredet. So, also, sage mir du jetzt, wo ist Jens? Ja, wo ist Jens? Wo Jens ist? Wo ist Jens, ja. Ganz links auf der 2. Auf der 2. Okay, dann leg bitte die 2 daneben. Wo ist Lars? Lars ist für meine Begriffe auf der 3. Auf der 3. Marc steht auf der 1. Das stimmt schon mal nicht. Auf der 2 steht Jens. Hat Lotti das? Natürlich, hier. Ah, den Namen auch, ja? Ja, super. Ja, toll. Also 30 und 20 bekommt der Jens, sind 50. Ja, sehr gut. Und Lars steht auf der 3. Was? Hast du auch? Haben wir. Ah ja, erst hat Lars auf der 3 und 20 Punkte damit dazu verdient für den Lars. So, nächste Runde ist angesagt Camping. Ne, es hatte gerade so eine gute Campingzeit. Und ihr habt jetzt alle so ein Zelt. Und jetzt geht es darum, möglichst viele Campingartikel in das Zelt zu laden. Aber nicht etwa so von einem Pudding alles nehmen, das wäre ja einfach. Sondern bitte von jedem Teller immer nur eins nehmen und dann zum nächsten rennen. Drei aus einem Ei. Die Runde ist beendet. Ich habe euch gut abgelenkt, hoffentlich. Ihr habt gar nicht hingucken können. Jetzt ist die Sekunde aber vorbei. Pass auf, der Lars steht auf... Was ist denn da hinten? 2. Der Lars steht auf der 2. Gut, 2 hinlegen. Wo steht der Jens? Der Jens steht eindeutig auf der... Ganz links aus. Eindeutig auf der... Auf der 2. Auf der 2. Also Jens steht auf der 2. Haben wir noch eine 2. Wo steht Lars auch auf der 2? Ich kann die Nümmerchen nicht erkennen. Tu mal also der in der Zelt Mitte weg. Ist 1, links Nein. ist 2, rechts ist 3. Wie? In der Mitte ist? Ist 1. Ist immer so bei so einem Siegertreppchen. Aha. Und links ist 2 und rechts ist 3. Lars Wo steht er? Ist 3. Lars ist 3. Also... 30 Punkte. Marc steht auf der 2. Hat das jemand? Petra hat das. Marc steht auf der 2. 20 plus 20 sind 40 Punkte für Marc. Lars auf der 3. Lotti hat den Lars erkannt. 20 Na? Dazu sind 30 Punkte. Sieger. Und dieser Mann, Lars, ist der Erste und der Sieger von 3 aus einem Ei und gewinnt Bravo. Ein Videospiel. Game Gear heißt das Teil und das Besondere an dem Ding ist, da kann man also normale wie ein normales Videospiel zu gebrauchen, aber man kann darauf einen Fernseher stecken, ein Fernsehmodul und dann ist das Ding wirklich ein Fernseher, wir können das gleich probieren. Ich höre durch die Musik, dass wir am Ende sind. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, es war eine schöne Funkausstellung. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, vielen Dank Lotti Kregel, vielen Dank Petra Schürmann, vielen Dank Ernst. Dankeschön. So, jetzt gibt es in wenigen Sekunden heute. Danach gibt es...